Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich euch endlich mal mein High-End E-Bike genauer vorstellen. Viele von euch haben mal gefragt, ob ich das machen könnte. Und jetzt ist es endlich wirklich soweit fertig, dass ich sagen kann, ja, ich kann es euch so zeigen. Denn ich habe wirklich viele Sachen verändert. Aber ihr kennt es ja selber, wenn man ein E-Bike oder Fahrrad besitzt. Es gibt immer irgendwelche Komponenten, die man halt verändern will. Und jetzt ist es endlich komplett fertig und so gefällt es mir auch richtig, richtig mega gut. Ich werde mal jetzt über die kompletten Komponenten drüber gehen, denn da ist auch wirklich kein Billigkram verbaut. Und danach werden wir einfach mal auf die Preise eingehen, was ich dafür so bezahlt habe. Denn vor YouTube habe ich ja Fahrräder gekauft und wiederum verkauft. Also ich habe mir immer nur das beste Stück vom Fahrrad dann rausgepickt und den restlichen Kram dann wiederum verkauft. Und das, was halt übrig geblieben ist, ist nur der Rahmen und der Dämpfer. Ich werde euch jetzt mal ein paar Bilder einblenden, so wie das Ganze vorher aussah. Denn es wurde von Zeit zu Zeit immer mal wieder verändert. Mal war ein ganz anderer Motor drin, dann eine andere Gabel, Sattel, Lenker. Da war wirklich komplett alles anders. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel die Gabel aus einem separaten Fahrrad stammt, dann einmal die Kurbel stammt aus einem separaten Fahrrad. Das ist halt alles so ein bisschen zusammengewürfelt, aber nur hochwertige Komponenten, wie ihr seht. Wir fangen jetzt einfach mal hier hinten bei dem Herzstück an. Das ist der Barfangmotor. Der hat 250 Watt, 48 Volt. Das Ganze hat auch eine Steckkassette und kein Schraubkranz. Das macht den ganzen Motor dann halt noch mal ein bisschen teurer, weil Schraubkränze sind halt ein bisschen günstiger. Die leiern auch schneller aus. Auf jeden Fall haben wir hier hinten auch eine schöne 10-fach-Gangschaltung von SLX. Hier hinten das Schaltwerk, genauso wie hier vorne der Schalthebel, auch 10-fach. Und damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Also alles ab 7 Gänge könnt ihr sagen, das ist E-Bike tauglich. Also quasi ab 8 Gänge. Weil im 7. Gang tretet ihr immer noch in Leerlauf. Und bei dem Bike ist das so, dass ich locker noch mit 30 km/h mithalten kann. Dann haben wir hier einmal eine Shimano Holotech 2 Kurbel. Die finde ich auch an sich ziemlich gut. Die machen auch einen ziemlich stabilen Eindruck. Dann habe ich mir hier noch zusätzlich einmal neue Pedalen gegönnt von Shimano XLC. Ich habe ja auch viele Sachen erneuert. Das könnt ihr auch in einem Video sehen. Das kann ich euch mal verlinken. Da habe ich unter anderem ja, Kette getauscht, dann die sämtlichen Lager, die sich hier drin befinden. Dann Lenkkopflager habe ich noch getauscht. Pedalen, einmal hier die Bremsklötze, dann habe ich noch den Sattel getauscht. Hier vorne habe ich mir noch diese Busch und Müller gegönnt. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal komplett drüber. Dann haben wir hier ein SR Suntour Dämpfer. Ich sag mal so, der ist zwar nicht der beste, aber er erfüllt seinen Zweck, denn ich kann hier bauartbedingt auch leider nichts anderes verbauen, weil der Akku halt hier im Weg ist. Vorher war der Dämpfer umgedreht, so dass diese verstellbare Sache immer hier drauf gestoßen ist und ich konnte das Gott sei Dank jetzt drehen und das reicht auch von dem Federweg her. Also das ist wirklich alles knapp bemessen hier. Darum habe ich mir auch diesen Rahmen bewusst gekauft, damit ich halt hier einen Akku reinbauen kann. Und im Nachhinein ist halt noch der zweite dazugekommen. Dann haben wir hier eine Abus-Tasche, da ist halt die komplette Elektrik drin. Einmal ein 500-Watt-Controller. Der Controller ist auch an sich wassergeschützt und das Ganze ist nochmal halt schön verpackt. Die Kabellage habe ich versucht einigermaßen gut anzupassen. Hier in dem Bereich habe ich graue Kabel genommen und dann schwarze hier. Auf jeden Fall haben wir dann hier einmal einen Medicus-Sattel. Der kostet nicht viel, der ist aber auch wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Dann haben wir hier eine RockShox-Sattelstütze, die automatisch höhenverstellbar ist.
Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr praktisch, wenn man im Gelände unterwegs ist. Also für mich ist das definitiv ein Muss. Kommen wir hier zu den Akkus. Das sind einmal Heilong Akkus, 48 Volt, 17 Ampere. Die haben insgesamt jeweils 816 Watt Leistung, also bin ich mit 1632 Watt unterwegs. Die kann ich aber natürlich nicht voll entnehmen. Ich denke mal, ich werde so um die, ja, so 1450 Watt insgesamt haben. Aber damit bin ich auch schon über 200 Kilometer gefahren und damit wird auch nochmal irgendwann ein richtiger Reichweitentest kommen. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, müssen wir mal schauen. Dann kommen wir mal hier vorne zum Cockpit. Hier haben wir halt ein Barfang-Display mit Bedienteilen, eine günstige Klingel, einmal eine Handyhalterung. Dann haben wir hier, habe ich mir SQ-Lab-Griffe gegönnt. Die haben wirklich eine schöne Auflage und gefallen mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier eine Shimano SLX Bremsanlage, die auch wirklich sehr, sehr hochwertig ist und ich kann mir wirklich nichts anderes mehr vorstellen. Genauso wie hier vorne die schöne Boxer Federgabel. Die ist zwar nur gefedert, hat jetzt keinen Luftdruck, aber für mein Gewicht und die Akkus ist die vollkommen ausreichend. Dann haben wir hier vorne noch eine richtig stabile Downhill-Felge, die 32 mm stark ist und extra nochmal geöst. Und diese Ösen haben halt die Eigenschaft, dass die Felge nochmal stabiler ist. Vorne halt haben wir eine 203 mm Bremsscheibe und hinten habe ich eine 180er verbaut. Und ich fahre Kontinentalreifen Mountain King 26 Zoll 2,3 dick. Und diese Dinger sind wirklich sehr, sehr gepflegt, vor allem hier im Gelände und auch auf der Straße. Also kann ich wirklich nicht meckern. Ich bin damit jetzt auch schon 250 Kilometer gefahren und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Das Bike, ich habe ja zusätzlich nochmal einen neuen Controller jetzt bestellt, beziehungsweise wurde mir geliefert. Zum Glück der originale, der auch am Anfang auch verbaut war. Und jetzt läuft das Rad einbandfrei. Also ich bin mega zufrieden. Ich finde das Aussehen des Fahrrads auch wirklich brutal, muss ich sagen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So, dann kommen wir hier vorne mal zu den Schutzblech. Das habe ich aus einem alten HT-Rohr gebaut und dann dementsprechend lackiert. Und es erfüllt seinen Zweck. Kostenfaktor, ja, maximal ein Euro, mehr nicht. Hinten der Motor kam in einer kleinen, dünnen Felge, die mir wirklich nicht gefallen hat. Deswegen habe ich mir hier extra eine von Ride gekauft. Das ist auch eine 32 mm dicke Felge, genauso wie vorne, nur halt anders. Die ist allerdings nicht geöst. Das heißt, die müsste eigentlich schwächer sein. Hält aber bis zu 180 Kilo aus, also optimal für meine Fahrten. Denn ich habe auch hin und wieder mal eine Packtasche hier drauf, wo ich auch mindestens 20 bis 30 Kilo drauf habe. Dann kommen wir auch zu dem Vorteil, der Gepäckträger, den habe ich komplett selber gebaut. Und wie ihr wisst, findet erstmal einen guten Gepäckträger für so ein MTB, also allgemein komplette Fullies. Da werdet ihr wirklich sehr, sehr wenige finden und die können wirklich wenig aushalten. Also maximal bis 20 Kilo. Da gibt es ja wirklich verschiedene, sei es hier an der Sattelstütze irgendwie eine. Aber das gefiel mir alles so nicht. Also habe ich mir gedacht, werde ich mir selber einbauen. Und der ist wirklich stabil. Da könnt ihr wirklich bis zu 30, 40 Kilo draufpacken und das hält auch. Hier habe ich mir dann noch zusätzlich diese Tasche gekauft. Das Fahrrad, wie es jetzt quasi so da steht, ist für richtig lange Touren geeignet. Also so wirklich wenig wie möglich. Dann habe ich die Alternative, halt Packtaschen drauf zu packen. Dann kann ich Zelt mitnehmen etc. und so weiter. Da könnt ihr auch ein Video hier sehen. Das kann ich oben mal verlinken. Genau, das. Dann habe ich hier hinten noch ein Rücklicht, aber das ist sehr, sehr günstig, einfach mit Batterien an, aus. Da überlege ich mir auch vielleicht noch eine Busch und Müller zu kaufen und die dann hier halt mit anzuschließen, dass halt alles über Knopfdruck an und aus geht.
Das Ganze ist ein High by Garmin. Na, jetzt müsste ich eigentlich soweit alles erklärt haben. Da gehen wir hier noch mal kurz auf diese Akkuschiene ein. Das komplette hier habe ich ja auch selber gebaut, beziehungsweise die Schiene hier. Wir haben hier original zwei Halterungspunkte für einen Flaschenhalter. Und diese zwei Löcher passen nicht mit der Schiene hier oben überein. Ich zeige euch das mal eben. Hier habe ich jetzt zwei Schlüssel auch immer dabei und das ist halt für beide Akkus. Der untere, den kriege ich raus, aber der ist ein bisschen kompliziert. Kann ich euch aber gleich mal zeigen. Und der obere, der flutscht quasi so raus. Deswegen muss ich den auch immer abschließen, damit er mir nicht nach vorne hin wegrutscht. Ja, ist jetzt kompliziert. Ich werde den mal hier hinlegen. Und wie wir sehen, haben wir halt hier die zwei Halterungspunkte und ich konnte die jetzt schlecht versetzen, denn in dem Bereich sind die am stabilsten, weil die Schiene ja noch hier ist. Und ihr müsst euch vorstellen, der Flaschenhalter ist hier und die Originalschiene ist hier. Also habe ich hier dieses Holzbrett drauf geschraubt. Also im Nachhinein ist es viel zu stark gewählt, aber besser, stärker und dann hält es auch länger. Und das ist auch wirklich richtig bombenfest. Das Einzige, was jetzt minimal Spiel hat, ist oben die Akkuhalterung. Und hier oben habe ich mir halt noch eine angefertigt, aus dünnerem Material. Und hier habe ich so Schlauchschellen genommen. Sorry für das Licht, für die Sonne. Auf jeden Fall habe ich hier so Schlauchschellen genommen. Dieser obere Akkuhalterung ist einfach nur hier reingelegt. Bei Bedarf könnte ich einfach nur den Stecker umtauschen, aber ich wechsle immer so die Akkus. Falls ich mal mit einem unterwegs bin, könnte es hier oben auch ruhig reinregnen, denn die Elektrik ist ja hier nicht verbunden, angeschlossen. Deswegen ist das auch schon so besser. Ich hätte das natürlich dual anschließen können, aber vielleicht mache ich das mal irgendwann, aber das geht auch so, muss ich euch sagen. Habe ich ja meine letzte Tour auch so gemacht. Genau, und dann habe ich, wie gesagt, hier oben halt die Halterung montiert. Dann habe ich hier noch zusätzliche GoPro-Halters. Hier auf den Akku, da auf dem Akku. Hier vorne noch eine. Dann habe ich hier mir eine kleine Halterung gebaut aus einem, das war ein Vierkant. Profil und da habe ich mir so ein L-Profil rausgeschnitten, damit ich die Lampe hier schön befestigen kann. Und der Vorteil ist, ich kann, hier sind schon Bohrungen gewesen und da habe ich das schön festgeschraubt und die Lampe ist auch wirklich sehr, sehr stabil. So, jetzt kommen wir mal auf die Kosten zu, was ich jetzt alles dafür ausgegeben habe. Wir haben hier einmal, ich habe bezahlt für die beiden Akkus mit Motor 1300 Euro. Dann für die Pedalen 50 Euro, Kette 30 Euro. Dann hier die Bremsklötze 40 Euro vorne und hinten. Dann die Lager, hier alle und Lenkkopflager habe ich knapp 50 Euro ausgegeben. Die Lampe hier vorne 80 Euro. Die hintere Felge habe ich ja auch nochmal separat gekauft, 20 Euro. Die beiden Reifen zusammen, knapp 60 Euro. Die Tasche hier 30 Euro, die Tasche 20. Sattel 10, Handyhalter 10. Bremsanlage, die konnte ich so mit Gewinn bekommen. Die würde mich dann auch so knapp 150 kosten, inklusive der Bremsscheiben. Dann haben wir hier den Lenker, den habe ich mir damals neu gekauft. Der hat knapp 60 gekostet. Der Vorbau von Sixpack auch 40. Ja, Gepäckträger hat mich auch fast gar nichts gekostet. Sagen wir einfach mal 50 Euro. Wenn ihr einen guten wollt, zahlt ihr schon über 50 Euro. Schutzblech vorne 50 Cent. Tretlager habe ich auch gewechselt für 30 Euro. Ja, und so komme ich auf eine Gesamtsumme von knapp 2500 Euro, wenn ich das Ganze so in Einzelteile verkaufen würde. Mich würde jetzt mal gerne interessieren, wie viel Geld hättet ihr für dieses Bike ausgegeben? Also was wärt ihr bereit gewesen dafür zu zahlen? Würde mich mal wirklich interessieren. Und das war jetzt so die Vorstellung meines High-End-E-Bikes. Also ich muss sagen, das Ding finde ich einfach nur brutal schön.
Ganz genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal. Denn mit dem Bike werden auf jeden Fall einige Touren kommen und da könnt ihr schon gespannt sein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Marc. Haut rein.